bricht der Importwagen langsam auseinander. Ich hatte ja zuerst das Problem mit dem ASD, also Active Sound Design. Das ist dafür zuständig, damit der M4 im Innenraum, weil der Auspuff ist ja nicht so dolle vom M4, damit der im Innenraum den Sound vom Motor und vom Auspuff ein bisschen generiert und es ein bisschen lauter im Innenraum ist als ohne dieses ASD. Und jetzt das nächste Problem. Ach, erstmal zu diesem Active Sound Design Problem. Das Ding liegt hinten in der linken Seite vom Fahrzeug, also quasi hier hinten. Und wegen dem kleinen Teil oder wegen dem Steuergerät, eigentlich ist es ja ein unwichtiges Steuergerät, wegen dem Steuergerät ging einfach gar nichts am Auto. Ich konnte weder Licht anmachen oder Licht war an, aber ich konnte es nicht ausschalten und ich musste immer die Batterie abklemmen, damit das Licht komplett ausgeht. Das Navigationsgerät, was dahinter ist, also die Box, die dahinter versteckt ist, die hat sich so sehr aufgeheizt, dass ich Angst hatte, dass mir die Karre abfackelt. Ich musste das ganze Ding ausbauen und abstöpseln, weil zu dem Zeitpunkt ging auch der Kofferraum nicht auf. Das heißt, ich konnte weder von innen nach hinten, um die Batterie abzuklemmen, noch konnte ich den Kofferraum so öffnen. Und das Blöde beim M4 ist, es gibt keinen Schlüssel, den man irgendwo reinstecken kann. Oder es gibt einen Schlüssel, aber es gibt kein Loch, das man hier reinstecken kann und den Kofferraum öffnen. Das heißt, ich musste irgendwie vom Innenraum in den Kofferraum gelangen. Habe ich auch im Endeffekt geschafft, alles hinten auseinandergenommen, war aber so eine Tortur. Und am Ende lag es dann halt wirklich nur an diesem einen Steuergerät. Was den Geist aufgegeben hat, ist ein bekanntes Problem bei BMW. Und jetzt ist das Problem, ich habe keine Zeit, keine Werte im Bordcomputer und die Musik spielt nicht ab. Also setzen wir uns rein, machen wir mal Zündung an. So, ihr seht hier Fahrzeuginfo. Erstmal wird mir keine Uhrzeit angezeigt. Das Lustige ist, oder das Komische ist, ja, okay, das Auto muss laufen. Also wenn ich jetzt hier den Bordcomputer umschalte, dann wird mir hier die Zeit angezeigt, auch der Verbrauch wird angezeigt. Ach hier, Verbrauch, Datum und Uhrzeit und alles, Fahrzeugstatus nicht, Reisebordcomputer. Hier habe ich keine Daten, auch im Bordcomputer habe ich keine Daten und auch wenn ich die Zeit umstelle und das Datum umstelle auf den Einstellungen oder in den Einstellungen, Uhrzeit. So, machen wir mal hier einfach irgendeine Uhrzeit rein. 1.1.2000 passt. Taucht hier oben nichts auf, obwohl es hier auch gespeichert ist. Also nur, ja, nicht mal hier hat sich das verändert. Also irgendwie ist die Kommunikation von dem Tacho zum Display nicht mehr da. Ich habe auch jetzt hier das Launch schon ausgepackt. Wir gucken mal, ob wir irgendwelche Fehler haben, die dazu führen könnten. So, das Teil einstecken. Dann leuchtet es auch schon. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Tablet anmachen. So, lokale Diagnose. BMW. Bestätigen. Und da sind die ganzen Fehler. Fahrzeugsystem, Lenkradelektronik, das können wir weglassen, weil ich habe in dem Lenkrad keinen Vibrationsmotor verbaut und deswegen fehlt hier ein Steuergerät, das zeigt ja auch an. Und deswegen klappen dann auch diese beiden Assistenten nicht. So, Lenkrad, was ist das hier? Zentraler Fehlerspeicher voll, okay, den muss ich gleich nochmal auslöschen. Funktionszentrum Dach, das weiß ich. Fehler beim Abgleichen der Koordinaten. Kamerabasierte Fahrassistenzsysteme. Das ist wieder der Motor vom Lenkrad. Vertikalbeschleuniger, das ist Fahrwerk, das weiß ich auch. Also jetzt ist dann kein einziger Fehler, der mit dem System was zu tun haben kann. Ich versuche die nochmal zu löschen, vielleicht klappt es. Wenn nicht, hole ich gleich nochmal meinen Laptop mit dem originalen Easter-System von BMW und wir versuchen es damit dann nochmal. Vielleicht klappt das dann ein bisschen besser. So schaut das Fehlerbild aus. Hier, das ist das Funktionszentrum Dach, dann kommt das ASD Active Sound Design, das ist rot, weil ich das ausgestöpselt habe.
Und hier sind die Fehler, die auftreten oder die dafür zuständig sind, dass da nichts angezeigt wird und dass da keine Musik rauskommt. Das Ganze wird über das MOS-System gesteuert, also das Navi, die Musikanlage und das Tacho. Das Ganze funktioniert ungefähr so. Hinter dem Klimabedienelement ist das Navi. Von dort gibt es zwei Leitungen mit einem Lichtleitersystem. Einmal ein Eingang und einmal ein Ausgang. Es ist wie ein Sternsystem aufgebaut und eine Leitung geht dann ins Steuergerät rein. Dort werden die Daten dann verarbeitet und wird über die andere Leitung ans nächste Steuergerät geschickt. Wenn es aber irgendwo zu einer Unterbrechung kommt, dann kommt das Licht zu keinem der Steuergeräte an und dann fehlt halt die Information da. Oder halt so ähnlich, aber so habe ich es verstanden. Das heißt jetzt, ich muss überprüfen, ob der Verstärker, ob der noch Strom bekommt oder ob eine Sicherung durch ist. Ich gucke erstmal die Sicherung nach und dann gucke ich, ob beim Verstärker irgendwelche Auffälligkeiten außen zu sehen sind. Gehen wir mal nach hinten, bauen alles aus. Der Verstärker ist leider unter der Verkleidung hinten links. Das heißt, alles ausbauen. Ich glaube, ich habe das Problem entdeckt. Es ist alles nass hier drunter. Wieso ist hier alles nass? Hier noch ein Rakel vergessen, aber das war wohl nicht die Ursache, dass hier alles nass ist. Hier, ey Leute, guckt euch das mal an. Hier ist einfach eine Pfütze. Aber wo kommt das Wasser her? Weil hier ist alles trocken. Also von oben kann es nicht kommen. Es muss irgendwo von unten kommen. Hier in den Lüftungen ist auch nichts verkehrt, also sieht zumindest nichts verkehrt aus. Ey, ich kann es nicht glauben, da ist einfach eine Pfütze im Auto. Guckt euch das an. Ich bin fassungslos. Wie? Wie kann das? Ich baue mal weiter aus. Vielleicht finde ich das Leck. Oder ich hoffe zumindest, dass ich das Leck finde. Weil der scheiß Verstärker ist jetzt defekt, also damit kann man nichts mehr anfangen. Kann man jetzt einmal wegwerfen. Ich kann mir gar nicht erklären, ohne Spaß. Ich habe an der Seite noch nie was gemacht. Ich kann mir nicht erklären, guckt euch das an. Ey, da kann man schwimmen. Wir lassen jetzt erstmal das Wasser ab. Ja Leute, mit dieser grandiosen Neuigkeit verabschiede ich mich von euch und wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf den Abo-Button, lasst ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!